Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Food Haul und zwar diesmal einen ganz speziellen und zwar zeige ich euch heute, was man bei Norma so Veganes kaufen kann. Beim letzten Food Haul habe ich euch ja gezeigt, wo ich so meinen Wocheneinkauf tätige, wo ich Obst und Gemüse kaufe und zwar im türkischen Supermarkt. Da kam leider auch die Kritik auf, dass nicht jeder einen türkischen Supermarkt bei sich um die Ecke hat, aber einige von euch haben in den Kommentaren auch gesagt, wo sie günstig ihre Sachen finden und zwar zum Beispiel bei Wochenmarkt, kurz vor Ladenschluss praktisch oder eben auch bei Kaufland kurz vor Ladenschluss und ich muss ehrlich sagen, dass jeder einfach irgendwelche anderen Bedingungen hat und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Deutschland hier praktisch überall Möglichkeiten gibt, günstig einzukaufen und bei mir ist es eben die Möglichkeit im türkischen Supermarkt. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Heute gibt es einen Food Haul von Norma. Anlass dessen ist es, dass der Norma hier neu aufgemacht hat. Da war früher ein Aldi drin und jetzt habe ich eben einen Norma sozusagen um die Ecke und Norma ist so ziemlich der Discounter mit dem größten veganen Angebot bzw. mit dem am besten gekennzeichneten Angebot, denn dort findet ihr praktisch überall so ein Vegan-Siegel. Und ich war heute mal einkaufen und habe da einige Sachen mitgenommen. Also diesmal nicht Obst und Gemüse, sondern alles andere. So ein bisschen Süßigkeiten, so ein bisschen Grundnahrungsmittel und so weiter. Und das wollte ich euch heute zeigen. Die Preise blende ich euch übrigens immer hier oben ein, sodass ihr direkt wisst, in welchem Preissegment wir uns hier befinden. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal oben an. Das allererste wäre ein Gurkensalat. Und das ist jetzt so ein Gurkensalat mit Dill-Dressing. Ganz oben drauf natürlich direkt das Siegel. Und es gibt super viele vegane Salate bei Norma. Also perfekt, wenn ihr zum Beispiel ein Grillen habt, was ansteht. Und da gibt es zum Beispiel Kartoffelsalat. Da gibt es noch andere Rohkostsalate wie Möhrensalat oder so. Also das eignet sich auf jeden Fall. Den Kartoffelsalat habe ich auch schon ausprobiert. Ich glaube, da gibt es sogar zwei, die vegan sind. Einmal in einer größeren Packung, einer in der kleineren. Der in der größeren Packung habe ich auch schon ausprobiert. Der ist aber für meinen Geschmack ein bisschen zu sauer. Und heute bin ich auch zum Grillen eingeladen und da gibt es dann eben diesen Gurkensalat. Den wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Denn manchmal ist es schon ganz praktisch, sowas zu kaufen, vor allem wenn man in Eile ist, keine Zeit mehr hatte, was vorzubereiten und eben vielleicht auch nicht die Schüsseln hin und her schleppen kann, weil das irgendwie vom Transport her nicht möglich ist. Das nächste wäre eine Balsamico-Creme und sowas hatte ich schon sehr, sehr lange nicht mehr und das war jetzt so ein bisschen ausgestellt in der Mitte des Ladens. Ich weiß nicht, ob es Sonderangebote waren oder nicht. Auf jeden Fall auch klar gekennzeichnet. Ich finde sowas extrem lecker, zum Beispiel auf einem Cashew-Mozzarella praktisch mit Tomaten. Das schmeckt sehr, sehr gut und ist eine tolle Alternative zu dem normalen Balsamico-Essig, den ich sonst in der Küche verwende. In diesem Bereich gab es auch Nudeln und deswegen habe ich mal Bandnudeln mitgebracht und zwar diese Bio-Dinkel-Bandnudeln. Die sind auch alle klar gekennzeichnet und die wollte ich mal ausprobieren mit so einer Art Gulasch auf Basis von unreifer Jackfruit. Das habe ich nämlich noch nie ausprobiert und ich dachte mir, dazu könnten Bandnudeln ganz gut passen und generell, wenn ich Nudeln esse, esse ich fast immer Dinkelnudeln, weil ich halt generell versuche, meinen Weizenkonsum einfach ein bisschen runterzuschrauben. Dann wollte ich mal Kichererbsen selbst machen, weil ich habe sonst immer die Dosen Kichererbsen und ich wollte einfach mal selbst welche einweichen und dann kochen. Deswegen habe ich die mitgenommen und die waren auch relativ günstig. Es ist Bio-Qualität und deswegen konnte man da jetzt überhaupt nichts dran aussetzen. Dann gibt es auf jeden Fall Aufstriche bei Norma. Und zwar habe ich jetzt mal den Zucchini ausprobiert. Das ist ein neuer Aufstrich, zumindest laut Etikett. Ich hatte bisher schon Aubergine und Tomate Basilikum. Dann gibt es, glaube ich, noch Zwiebelapfel oder Zwiebelmöhre oder so. Dann habe ich dort noch so einen Curry-Aufstrich, glaube ich, gesehen. Also Zucchini werde ich auf jeden mal ausprobieren. Das steht so neben den ganzen Fertiggerichten ungekühlt, falls ihr danach mal Ausschau halten wollt. Dann wollte ich mal einen Grünkern-Chili ausprobieren, weil mein Freund zum Beispiel verträgt Soja nicht ganz so gut, also zumindest dieses Soja-Granulat. Da wollte ich Grünkern mal ausprobieren und bin dem Grünkern eben über den Weg gelaufen und dachte mir, den nehme ich mir mal mit und probiere das Ganze einfach mal selbst aus. Neben den ganzen getrockneten Hülsenfrüchten gab es dann eben auch noch Reiswaffeln. Einmal die ganz normalen, aber auch welche mit Zartbitterschokolade und da konnte ich nicht widerstehen. Vor allem sind die ein bisschen dünner, das mag ich ganz gerne, sonst kennt man ja meistens diese dicken, runden Reiswaffeln. Und die wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Bin auch schon sehr gespannt, ob die wesentlich anders schmecken, weil sie eben so dünn sind. Als ich den Laden betreten habe, ist mir dieses Müsli praktisch direkt ins Auge gesprungen. Normalerweise mache ich mein Müsli einfach selber aus Haferflocken, Leinsamen, Chiasamen und so weiter. Also alles das, was ich gerade da habe. So ein Crunchy-Müsli finde ich ab und zu aber auch mal super lecker. Und das ist auch mit Chiasamen, angeblich mit einem hohen Ballaststoffgehalt und Omega-3-Fettsäuren. Das ist ja auch eine Sache, wodurch Chiasamen sich auszeichnen. Und von den Inhaltsstoffen ganz gut. Da ist Vollrohrzucker drin, also kein weißer Zucker. Das ist immerhin ganz gut. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Aber ihr werdet das ja dann auch alles erfahren in meinem nächsten Aufgegessen-Video, weil da review ich die Sachen ja immer so ein bisschen für euch. Dann habe ich nochmal mitgenommen die Veggie-Falafel. Dort gibt es auch eine Kühlabteilung, ähnlich wie bei Aldi. Die ist allerdings ein bisschen kleiner. Und die Falafel zum Beispiel, die sind eben vegan. Die Veggie-Bällchen sind zum Beispiel nur vegetarisch. Die finde ich von der Würzung her ganz lecker, sind allerdings ein bisschen trockener. Also schaut, dass ihr dazu vielleicht eine leckere Soße habt oder so, weil sonst könnte es eventuell ein bisschen zu trocken werden. Ebenfalls
das nochmal mitgenommen, habe ich das Veggie-Gehackte vom Biosonne. Das eignet sich für sehr viele verschiedene Sachen. Man kann es zum Beispiel in einem Curry verwenden, in einer veganen Bolognese. Man kann es zum Füllen von Kohlrouladen verwenden oder generell, um eben ja, Soßen zu machen oder Füllungen zu machen. Also das finde ich ganz gut. Das ist übrigens auf Basis von frittiertem Tofu. Ist auch eine recht kleine Inhaltsstoffeliste, was ich gut finde. Also ja, das kaufe ich hin und wieder. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der große Gummibärchen-Freund. Was mir allerdings jetzt ins Auge gefallen ist, sind diese Smoothie-Gummies. Steht ganz groß drauf, vegan. Und das sind verschiedene Früchte, die dann eben ja, zusammen sind. Da ist natürlich Zucker drin, keine Frage. Das ist jetzt nichts super ja, Gesundes. Aber ich dachte mir, für die Leckermäule für euch ist das vielleicht ganz interessant, dass es eben auch so veganes Fruchtgummi gibt. Es gibt auch zum Beispiel diese sauren Schnüre von Hitchler, ist es glaube ich, die zum Beispiel auch vegan sind. Also da findet man auf jeden Fall auch bei Norma was. Dann habe ich mir noch ein paar andere Nudeln mitgenommen. Und zwar sind das diesmal Dinkel-Vollkorn. Spätzle, Kräuselspätzle, die Form kenne ich bisher ehrlich gesagt noch nicht. Dinkelvollkorn finde ich aber auch noch sogar noch ein bisschen besser als normales Dinkel, weil eben noch mehr Vitamine da sind. Und deswegen musste ich da auf jeden Fall zugreifen, weil die Preise auch echt in Ordnung waren und man eigentlich Dinkel-Bio-Nudeln sonst nicht wirklich günstiger bekommt. Was ich ab und zu ganz gerne mal esse, ist Marmelade. Ich habe jetzt zu Hause nur eine, die von Oma gekocht ist, so eine Aprikosen-Marmelade. Wobei, nee, das ist eine Nektarinen-Marmelade, genau. Aber ab und zu muss es auch einfach Erdbeere sein und da ist auch das Siegel ganz groß hinten drauf und da dachte ich mir, nehme ich mal eine mit. Zum Beispiel für Sonntagsfrühstück oder so ist ein bisschen Marmelade echt super lecker. Und natürlich gibt es bei Norma auch Pflanzenmilch und zwar jetzt den Bio-Soja-Reisdrink. Dort gibt es auch noch ganz normale Sojamilch bzw. Sojadrink, damit sich da niemand anstellt. Ja, finde ich ganz lecker. Ich finde Soja und Reis zusammen von der Kombination her eigentlich ziemlich gut, obwohl ich bei manchen Discounter-Soja-Drinks ein bisschen kritisch bin, weil oftmals schmecken die nicht ganz so gut wie größere Marken. Aber das zum Beispiel finde ich ganz lecker. Dann noch eine Sache aus der Tiefkühlabteilung, auch stellvertretend für andere Sachen, die es dort gibt. Dort gibt es auch Kroketten, Pommes und so weiter. Die tragen auch alle immer dieses Symbol. Das macht den Einkauf so viel leichter. Das sind jetzt Rösti-Ecken, die werde ich in der Heißluftfritteuse zubereiten, eben ohne extra Fett oder so. Und ab und zu mag ich sowas mal ganz gerne. Also das so stellvertretend für die gefrorenen Sachen, die es da so gibt. Dann noch eine Süßigkeit, die ich nicht jetzt gekauft habe, die mein Freund mir aber letztens mitgebracht hat, ist die Schokolade. Davon gibt es drei verschiedene Sorten. Da gibt es eine Zartbitterschokolade, eine Vollmilchschokolade und eine weiße Schokolade. Und die sind wirklich sehr, sehr lecker. Kann ich total empfehlen. Auch zum Backen eignen die sich gut, zum Basteln von Süßigkeiten und so. Also ja, die sind auf jeden Fall sehr lecker und sehr günstig. Was ich bei Norma im Gegensatz zu anderen Discountern sehr mag, ist, dass sie eine Eigenmarke haben, was Sojajoghurt angeht. Und zwar auch von der Biosonne-Marke, also auch Biojoghurt. Das ist jetzt in dem Fall Natur. Da gibt es aber auf jeden Fall auch noch Waldfrucht bzw. Heidelbeere, genau. Heidelbeere ist das. Die sind ziemlich lecker. Die sind allerdings gesüßt. Also sie eignen sich jetzt nicht zum Beispiel für einen veganen Tzatziki. Dafür solltet ihr lieber eine ungesüßte Variante nehmen. Aber so fürs Frühstück finde ich das wirklich sehr gut. Und die sind auch günstiger als zum Beispiel Alpro. Eine letzte Sache, die ich sehr selten kaufe, aber manchmal bekomme ich tatsächlich auch die Nachfrage, wie das denn mit Alkohol aussieht. Und es gibt zum Beispiel einen Wein, den gibt es fast überall. Den gibt es in größeren Supermärkten, in kleineren Supermärkten. Und eben auch bei Norma habe ich eben verwundert festgestellt. Das ist Le Filou. Und bei Wein ist es generell so, dass der oftmals nicht vegan ist. Also er wird fast immer mit Gelatine gefiltert, so um die ganzen trüben Stoffe da rauszukriegen. Die Gelatine ist nicht mehr drin, aber sie war eben in dem Getränk drin. Und Le Filou klärt zum Beispiel nicht mit Gelatine. Da ist jetzt kein extra Symbol drauf, aber das wollte ich euch mal mitgeben, weil er eben überall erhältlich ist. Gibt es als Rotwein, als Weißwein, als lieblichen Wein, beziehungsweise auch als trockenen Wein. Das werde ich jetzt mit zu dieser Grillparty nehmen, um eben auch da ein Glas mal von zu trinken. Allerdings gibt es bei Norma aber auch zertifiziert vegane Weine, also die wirklich dieses Symbol vorne drauf haben. Also da findet man auf jeden Fall auch noch was. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, wie, du trinkst Alkohol? Du hast doch mal gesagt, dass du keinen Alkohol trinkst. Ich habe eine ganze Weile mal gar keinen Alkohol getrunken. Ab und zu trinke ich aber doch ein wenig Alkohol. Zum Beispiel eben, wenn man auf einen Geburtstag eingeladen ist, aber ich habe da nicht mehr das Bedürfnis, da irgendwie über die Stränge zu schlagen und möchte das Ganze lieber auf einem Minimum halten. Ja, das waren dann noch alle Produkte, die ich jetzt so bei Norma gekauft habe. Der ganze Einkauf bis auf Sojajoghurt und Schokolade hat 25 Euro gekostet. Ein bisschen mehr als das, was ich sonst ausgebe. Aber da waren auch viele Sachen dabei, die ich öfter benutzen kann. Wie zum Beispiel der Grünkern, die Kichererbsen. Die Nudeln werden mir erstmal einen Moment lang reichen. Und viele Sachen halten sich auch länger. Sowas wie die Marmelade oder der Balsamico. Und ich hoffe, dass ich euch da vielleicht so einen kleinen Anreiz mitgeben konnte. Es ist super einfach, vegan einzukaufen. Die meisten Discounter haben mittlerweile so Produkte wie einen Pflanzendrink oder auch Sojajoghurt, sodass man eigentlich gar keine Probleme hat, selbst im normalen Discounter
was zu finden. Klar, von dem Plastikfaktor ist jetzt wieder eine ganz andere Sache. Das ist bei so fertigen Produkten natürlich klar, dass man da mehr Verpackungsmüll hat, als wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Wochenmarkt das Obst und Gemüse kauft. Also ich werde weiterhin trotzdem den Großteil meines Obst und Gemüses im türkischen Supermarkt kaufen, weil es dort eben relativ verpackungsarm geht und man relativ viel für wenig Geld bekommt, was vor allem für den kleinen Geldbeutel natürlich super ist. Ich würde sagen, ich verlinke euch hier oben mal den letzten Food Haul, wo ich euch zeige, was ich so im Alltag kaufe, eben auch so an Obst und Gemüse, an Konserven und so weiter. Und darunter verlinke ich euch das letzte Food-Video, die 10 veganen Rezeptinspirationen für die schnelle und einfache Küche. Schaut da gerne mal vorbei, falls euch immer so die Ideen in der Küche fehlen. Hier oben könnt ihr mich gerne abonnieren, über einen Daumen würde ich mich natürlich auch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss!